Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Clash of Clans. Ich mach mal den Ton ein bisschen leiser hier. Und ich bin jetzt mit dem Account Level 7. Und habe auch schon den Hawk Rider. Okay, den Ballon haben wir jetzt. Den haben wir ja schon mal in der Folge gezogen. Den verbessern wir gleich mal. Und dann können wir ja auch nochmal Karten anfragen. Hier Hawk Rider zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt vielleicht einen kleinen Kampf oder so. Weil ich die Folge auch nicht so lang halten will. Und ich zeige euch mal mein Deck hier. Das sollte eigentlich ziemlich reinhauen. Wir probieren es jetzt mal. Ich hoffe natürlich, dass wir den Kampf gewinnen. Okay, der Typ ist 2 Level unter uns. Das sollte eigentlich kein Problem werden. So. Dann probieren wir mal hier unsere altbewährte Taktik mit dem Koboldfass und den Barbaren und so. Okay, das könnte tatsächlich eine Herausforderung werden, weil er da den Prinz einsetzt. Okay, wir haben den Tower beim ersten Push nicht geholt, ist aber nicht so schlimm. Das können wir immer noch nachholen. Wir müssen jetzt bloß versuchen, seinen Angriff da irgendwie wegzukriegen. So. Und okay, jetzt macht er das gleiche. Das können wir. Können wir das aufhalten? Ja, das können wir natürlich aufhalten. Da machen wir das auch gleich nochmal hier. Damit wir jetzt gleich schon. Ich weiß nicht, kriegen wir den Tower dadurch schon? Ja, gut, den ersten Tower haben wir. Das ist auch ziemlich gut. Jetzt setzen wir mal hier die Barbaren hin. Damit sie das Musketier kontern können. Und dann hier die Goblins. Übrigens, die neue Karte, der Dart Goblin, kommt in ein paar Stunden raus. Also morgen früh ist er dann draußen, denke ich mal. Und ich kann euch den nicht vorstellen, weil ich ja noch nicht mit einem Account so gut bin. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wollen jetzt hier erstmal diesen Kampf gewinnen und deshalb machen wir hier das auch mit dem Koboldfass. Gut, er hat jetzt einen Tower geholt. Das ist aber nicht so schlimm. Wir sind besser als er. Und das müssen wir ihm natürlich auch deutlich zeigen. Den Namen Schifflip. Ja, aus dem kleinen Legemme oder so. Weiß ich nicht. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Okay, jetzt Elixier mal 2 der Mini-Packer. Den haben wir ja auch noch. Den können wir auch mal einsetzen hier. Damit sollten wir jetzt den zweiten Turm eigentlich holen. Gut, wir haben den zweiten Turm. Vielleicht kriegen wir sogar noch den dritten. Oh Gott, Leute, was ist das für ein krasser Push, den er hier hat? Heiliger Gott, er hat ziemlich billige Karten drin. Also das ist gerade... Es ist gerade krass. Ziemlich krass. Wir müssen wirklich versuchen, hier irgendwas zu machen. Das ist gerade nicht mehr normal. Wir müssen irgendwie... die Einheiten wegkriegen. Ja gut, hier haben wir jetzt weggekriegt. Das wird jetzt eine Sache hier. Die letzten 10 Sekunden müssen wir jetzt noch schaffen. Gleich. Okay, Leute. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt den Kampf locker gewonnen. Ja. Gut, sein Koboldfass hat ihm dann auch nichts mehr gebracht. Was kriegen wir für eine Truhe? Das würde mich jetzt interessieren. Wir kriegen erstmal 30 Pokale und eine Silbertruhe. Ist ja auch nicht schlecht. Die öffnen wir. Ich sag euch dann morgen was. Also eigentlich die machen wir jetzt auf. Wir kriegen 32 Gold. Einmal die Lakaienhorde und 5-mal den Bomber. Das waren jetzt nicht so gute Karten, aber ich kann ja mal gucken. Ja, das sind sogar meine höchsten Trophäen. Und da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr ja mal gerne einen Like da lassen. Danke für den Schweinereiter YOLO und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.